Du pennst irgendwann ein und denkst, du stirbst jetzt. Auf dieser Droge denkst du, du hast dein Ziel schon erreicht. Mhm. Du bist den Weg aber nicht gegangen. Das ganze System will, schweig, sag es nicht, du bist ein Opfer. Auch wenn wir uns eigentlich immer mehr füreinander entscheiden, wird es immer freier. Ja. Ihr habt Lebensgeschichten, die sich alleine schon krass lesen. Es geht um Drogen, um Entzug, um Gewalt. Aber auch als Paar habt ihr alle Höhen und Tiefen gesehen. Erik, viele kenne ich aus dem Privatfernsehen. Geht ZSZ. Tut mir leid. Das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Also bei Let's Dance habe ich ja sehr gern zugesehen. Bei Dancing on Ice konnte man dich bewundern. Ich glaube, dort hast du auch gewonnen. Mhm. Das ist richtig, ja. Und hinter dem beliebten Typen, den viele im Fernsehen nur erleben, stecken ganz schön viele krasse Geschichten, die du lange für dich behalten hast und dann mit der Öffentlichkeit geteilt hast. Du warst Crystal Meth abhängig. Kannst du uns erzählen, wie du zu den Drogen gekommen bist? Oder sind die Drogen zu dir gekommen? Wie war das? Mittlerweile habe ich für mich begriffen, dass dieses Thema auch bei mir viel mit Rassismus zu tun hat, meinem eigenen. Okay. Ich komme aus Dresden, war selber Hooligan und war eigentlich ein ziemliches Arschloch und musste extrem viel aufarbeiten. Mittlerweile bedeutet das in meinem Fall, dass ich sehr unwissend über mich war. Mhm. Ich hatte viel Wut, viel Aggression und wusste nicht, wo es herkommt. Aber es war einfach da und es musste irgendwie raus. Mhm. Und Crystal Meth hat mich meine Gefühle kontrollieren lassen. Ne? Diese Droge sorgt dafür, dass du dich auf eine Sache konzentrieren kannst und das Gefühl hast, Herr deiner Sinne zu sein. Also du wusstest, dass etwas vielleicht nicht stimmt und hast damit diesen Aufräumprozess betäubt? Oder wie? Genau, also immer wenn irgendwas scheinbar hochkam, habe ich es damit wieder zugemacht, weil es da um sexuellen Missbrauch ging in meiner Kindheit und ich dieses Thema einfach nicht bearbeiten wollte. Wow, jetzt hast du eben auch Rassismus angeschnitten, das steht hier überhaupt nicht in meinen Karten. Aber kannst du mir das auch noch mal erklären, wie du das meintest? Das meine ich ja. Also ich bin durch die Straßen gelaufen und habe rechte Parolen gebrüllt, war besoffen die ganze Zeit und habe mich geschlagen. Gerne auch in Wäldern, 20 gegen 20 Kämpfereien. Und ich weiß mittlerweile halt, dass das was mit der Unwissenheit über mich selber zu tun hatte. Wie kann ich mir so einen Crystal Meth Trip vorstellen? Ich hatte mit dieser Droge absolut keine Berührung in meinem Leben. Es gab so ein Bild, ich war alleine, ziemlich verwahrlost in meiner Wohnung, bin nicht mehr rausgegangen. Zwei tote Meerschweinchen in meiner Küche, weil ich mich um die Tiere nicht kümmern konnte. Hm. Und stand mit so einer Plastik-Oscar-Statue am Fenster und habe eine Rede gehalten. Hab's ruhig lachen. Und habe die Rede gehalten, wie ich diesen Oscar gewonnen habe. Krass. Also was ich damit sagen will, ist, auf dieser Droge denkst du, du hast dein Ziel schon erreicht. Mhm. Du bist den Weg aber nicht gegangen. Mhm. Über deine Drogenerfahrung hast du auch ein Buch geschrieben, 9 Tage wach. Das wurde auch verfilmt. Was war das für ein Trip? Das war krass, weil ja, wie soll ich sagen, da schreibst du halt so ein Buch über deine Geschichte und gibst halt in der Zeit echt alles. Ich habe auch in der Zeit eigentlich auch alles verloren. Alle Freundschaften sind kaputt gegangen, mhm. Weil ich eben so in diesem Tunnel war, dieses Buch zu schreiben über 1,5 Jahre. Du warst da schon clean, oder? Ja, mhm. Aber dann war ich eigentlich länger wach als auf Meth durch das Schreiben. Das Erleben dieser 9 Tage wach war auch Beweggrund für den Ausstieg? Oder wie war das? Für mich war es der Beweggrund, auszusteigen. Mhm. Ja. Also ich bin kennengelernt eigentlich über ein Musikprojekt, wo er eine Sängerin brauchte und zwei Produzenten haben mich dann mit zu ihm gebracht und meinten hier bei ihm, der will gerne, dass du singst. Und die Nacht vor der Aufnahme hat Erik mir erzählt, dass er mal 9 Tage wach war und hat erzählt, wie wirklich so eine Stimme in seinem Kopf über ihn geherrscht hat und wow. Ihm 9 Tage lang Sachen erzählt hat über ihn. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, okay, krass, du warst jetzt so 5, 6 Tage wach und täglich Crystal Meth genommen und dachte, immer am Ende von so einem krassen Drogenkonsum kommt noch irgendwas Tolles oder ich erlebe irgendwas. Mhm. Und dann von ihm zu hören, da kommt aber nichts mehr. Du pennst irgendwann ein und denkst, du stirbst jetzt. Oh. Und es war total... Das war während meines Schauspielstudiums. Also ja. Ich bin eigentlich Gefahr gelaufen, mein Traum, den ich geträumt habe, seit ich 6 war, zu verlieren. Mhm. Und das war dann letztendlich der Beweggrund und Empathie. Also ich hatte Menschen plötzlich um mich, die sich wirklich für mich interessiert haben, was in Dresden nicht so der Fall war. Ja.
Wie ist es mit euch allen? Wie erlebt ihr in eurem Umfeld? Kriegt man das mit? Crystal Meth, ist das irgendwo ein Thema? Nee, aber das habe ich mich auch gefragt. Also weil du sagst, du hast auch ein Schauspielstudium noch nebenbei gemacht. Kann man das verstecken, gut Crystal Meth? Also, weil ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt Kollegen irgendwie habe mal am Set und die koksen, da kommt jemand auf dich zu und dann weiß ich eigentlich meistens schon direkt, was los ist. So. Mhm. Ich wüsste aber auch gar nicht, woran ich das jetzt irgendwie zuordnen sollte, ob jemand zum Beispiel Crystal Meth nimmt. Ich kenne irgendwie dann Bilder davon, was irgendwie Jahre Konsum machen, aber ich wüsste nicht, wie ich jetzt wie ich es merken würde in einem Gespräch mit einer Person. Mhm. Crystal Meth. Das stimmt, weil man hört ja sogar, dass es sehr seriöse Menschen, vermeintlich seriöse Menschen zu sich nehmen und man es gar nicht so merkt, ne? Ja, also wenn du es nicht unbedingt weißt und gerade, es war ja eine Theaterausbildung und am Theater feiern wir eigentlich schon seit Jahrzehnten Psychopathen. Ja. Also es ist relativ schwierig, dort dann aufzufallen. Ja, weil letztendlich zeigst du ja eigentlich nur eine gewisse Abart, eine Tiefe von dir, ja? Also du stürzt dich ja in was rein, wo du vielleicht drin stirbst. Das ist vielleicht das Risiko, aber im Theaterprozess ist es deshalb nicht aufgefallen, weil ich einfach mich abgespielt habe quasi, ne? Also verschwitzt, einen tiefen Ausdruck, da hat das Ganze vielleicht noch ein Stück weit unterstützt. Ich dachte gar nicht, dass man 9 Tage wach bleiben kann. Ich dachte, das geht nicht. Mhm. Ja, das geht. Es geht sogar noch länger. Ich hatte bei mir im Entzug, da war ein Junge, der war 14, der war 13 Tage lang wach, bis er dann in die Klinik rein ist. Es war so ein Kinder- und Jugendentzug damals. Und das ist halt... Und da war ich irgendwie die Langweiligste. Edith, wie alt warst du, als du da warst? Mit 17 habe ich dort einen Entzug gemacht und wurde dann aber wieder rückfällig und habe dann erst mit Ende 19 aufgehört. Mhm. Genau. Und wann hast du angefangen damit? Mit 16, 15, 16, ja. Und hattest du nie jemanden kennengelernt oder gesehen, wo es schief ging? Nee, wie Erik ja gerade meinte, wenn alles, der ganze Umfeld irgendwie total am Boden ist, denkst du halt trotzdem, ist es irgendwie alles gut und schön. Und eben diese Sache, dass das eine Droge ist, die halt so krass in der Gesellschaft angekommen ist. Ich war halt immer der Meinung, ich habe mich mit Menschen umgeben, die ja ihr Leben noch schaffen. Die gehen ja noch arbeiten. Ich bin damals noch zur Schule gegangen und das war so die Illusion, die drumherum stand. Deswegen, man kann es tatsächlich verheimlichen. Man merkt es nicht. Meine Mama hat es nicht gemerkt. Das hat irgendwie, die ganze Family checkt es nicht. Mir wurde dann sogar gesagt, irgendwie, ey Edith, das ist voll schön, du bist jetzt so ruhig geworden und so, weil ich sonst immer so am Wuseln und rumrennen war. Und durch diese Droge bist du so unfassbar fokussiert und im Moment. Ich habe gelesen, du hast jegliche Partydroge geschmissen und gezogen, die es gab. Ich glaube, für mich ging es immer darum, in dem absoluten, perfekten Gefühl zu sein. Das waren meistens circa 6 Rauschmittel, die ich dann so kombiniert habe, dass es... Ja, genau. Also meistens, also am Tag für Schule Amphetamine natürlich. Auch um abzunehmen damals, das war mir total wichtig. Deswegen habe ich da echt mit angefangen. Und dann zu sagen, was brauche ich jetzt, um in diesem Zustand mehr zu fühlen oder ruhiger zu sein oder das Tanzen intensiver zu erfahren. Ja. Dann hast du dich daran getastet und immer Stück für Stück ausprobiert, so, was macht das, wie viel brauche ich davon? Ja, ziemlich, komischerweise auch halt wirklich ziemlich organisiert. Ich habe mich belesen, wie viel kann ich machen mit meinem Körpergewicht, was machen die Drogen, habe mich mit einem Verein auch getroffen. Das war total strange, weil das war so eine ultra bewusste Erfahrung. Wo hast du das in dem Alter herbekommen? Wo kriegst du das in dem Alter? Also du musst natürlich jetzt keine Namen nennen, aber ist es sehr leicht gewesen, aufzutreiben für dich? Harte Sachen wie Meth und GBL nicht. Die kriegst du mit 17 super schwierig. Die kriegst man tatsächlich nur von Menschen oder Männern, die einen Hintergedanken haben. Mhm. Das kann ich ja so sagen. Mhm. Und ich nenne es jetzt softere Drogen, auch wenn es sehr harte Drogen sind, wie Ecstasy, Speed, 2CB. Die kriegt man auf Partys dann doch einfach verkauft, weil man ja trotzdem in den Club reinkommt, auch minderjährig. Mhm. Und dort drin ist ja dann eine Regel. Ja. Mhm. Und woher hattest du damals das Geld? Du kriegst halt wahnsinnig viel geschenkt. Bei Crystal Meth reichen 10 Euro am Anfang für ein Wochenende. Okay. Was meinst du mit Männern, die Hintergedanken haben? Vermutlich das, was man denkt. Ich kann jetzt offen drüber sprechen. Vor 2 Jahren habe ich einen Anruf bekommen vom LKA.
dass Videos aufgetaucht sind, wo Frauen missbraucht sind und ich soll bitte kommen und ein Opfer identifizieren. Und habe dann vor 2 Jahren erst die Videos gesehen, dass ich eines dieser Opfer von einer Vergewaltigung unter K.O.-Tropfen bin. Wow. Und es hat jetzt 2 Jahre gedauert, wo ich gesagt habe, ich werde niemals drüber sprechen, ich will das nicht, ich kann das nicht, ich habe keine Kraft dazu. Jetzt vor letzte Woche war endlich der Gerichtsprozess gegen den Typen. Und ich habe mich entschieden, ich muss drüber sprechen, weil das ganze System will, schweig, sag es nicht, du bist ein Opfer, sprich es nicht an. Und jetzt tatsächlich, seit einer Woche ist es in der Presse gewesen mit diesem Typen. Es haben sich jetzt schon 4 weitere Frauen bei mir gemeldet, die genau mit diesem Typen Erfahrung hatten. Erinnern die sich daran noch und die sagen oder die wissen, dass sie mit dem Typen was zu tun hatten oder kannten den? Die erinnern sich teilweise, aber es ist natürlich so wahnsinnig verschwommen. Ja. Und erst jetzt, dadurch, dass sie das lesen, dass ich sage, ey, da ist wirklich was Schlimmes passiert, verstehen sie, das war nicht okay. Und das war nicht in irgendeinem Moment, wo ich vielleicht davor irgendwas zugestimmt habe. Mhm. Aber spätestens da, wo ich bewusstlos bin und irgendwas nicht mehr will, ist es nicht mehr okay. Ja. Ja. Ja, und weil er jetzt im Gefängnis ist. Und sie haben keine Angst mehr. Auch nochmal so ein Ding. Ja. Ja. Und der war auf Drogen auf der Verhandlung. Und da musste die natürlich unterbrochen werden und jetzt wurde er sofort ins Gefängnis gesteckt. Und das war natürlich für die anderen Frauen auch noch mal jetzt so ein Sicherheitsgefühl, ne? Edith bewirkt hat, dadurch, dass sie sich dem Prozess gestellt hat. Was war das für dich für einen Moment, als der Anruf kam? Wusstest du das wirklich vorher nicht und hast du es da zum ersten Mal gesehen? Ich wusste das gar nicht, null. Also es war krass. Überhaupt nicht auch in nicht, dass du eine Ahnung hattest oder mal dachtest, das war vielleicht was und dann... Ich habe mal einen Song geschrieben, wo ich beschreibe, wie eine Frau vergewaltigt wird und das ist alles unter so einem blauen Mantel und sie merkt das gar nicht so richtig. Und ich dachte immer, okay, ich habe diesen Song geschrieben über irgendeine andere Frau und es war mir gerade wichtig, dieses Thema aufzugreifen. Als ich die Videoaufnahmen gesehen habe, war mir klar, dass mein Unterbewusstsein irgendwas mitbekommen haben muss. Ja. Und direkt danach, ich war vollkommen lost, ich war komplett zerstört, bin dann auch zur psychologischen Beratung gegangen und glaube, hätte ich nicht dich und irgendwie auch uns als Familie mit unserem Kind gehabt, ist da ein riesiges Loch, an das man fallen kann. Und das Ganze war ja vor 2 Jahren, aber genau. Du musstest ja schweigen, ne? Jetzt 2 Jahre lang. Wie war diese Zeit für dich? Also am Anfang war es mir total recht, dass ich da nicht drüber spreche, weil ich wollte nicht diesen Stempel haben und ich wollte damit einfach nichts mehr zu tun haben. Und dann fing das eigentlich an, wir haben ja ungefähr vor einem Jahr angefangen, an unserem gemeinsamen Buch zu schreiben. Und Erik meinte, ich muss ihm jetzt einmal diese ganze Geschichte erzählen. Und auch, was ist in diesem Video, was habe ich dort gesehen? Ich muss es einmal rausbringen, diesen Dämon, der irgendwie so in mir sitzt, einmal sehen. Und ich habe ihm komplett alles erzählt. Erik hat es geschrieben. Und danach habe ich es gelesen und es hat sich plötzlich leichter angefühlt. Es hat sich plötzlich nicht mehr so im Hintergrund angefühlt, sondern ich konnte das sehen. Ich konnte damit irgendwie nicht arbeiten, aber es war irgendwie da, es war erstmal draußen. Ja. Es geht um Rebellen lieben laut, ne? Das hat genau. Du gemeinsam geschrieben. Da geht es ja unter anderem auch neben Drogen und eurer offenen Ehe auch um den Missbrauch. Was hat dich denn dazu bewegt, das teilen zu wollen? Du hast die Zeit ja miterlebt, diese 2 Jahre. Ihr habt nur miteinander wahrscheinlich darüber erstmal kommuniziert. Und was war der Grund, das mit der Menschheit zu teilen? Vor allem Überleben. Also von heute auf morgen ist deine gesamte Existenz gefährdet. Weil wenn du in einem gewissen Bewusstseinszustand lebst und relativ reflektiert bist und vielleicht auch schon so eine Philosophie für die Öffentlichkeit entwickelt hast, nämlich benutzt deine Stimme, sprich dich aus und du wirst gezwungen, nicht zu reden, dann entsteht ein Virus in dir. Mhm. Und dieser Virus verbreitet sich und verdüstert alles, macht alles dunkel, lässt Nein sagen, lässt zu Hause bleiben, verschließen. Mhm. Und wir mussten uns knallhart befreien. Und aus dem Grund habe ich dann zu Edith gesagt, lass uns doch mal über viele Wochen isolieren. Wir nehmen unser Kind, verlassen Deutschland und setzen uns jetzt mal wirklich miteinander auseinander. Und da muss ich sagen, hat dann die Musik uns eigentlich gerettet. Also wir haben dann eine Band gegründet
und haben uns ein Happy End geschrieben. Also das war ganz wichtig, dass wir dieses Buch nutzen, um einen Heilungsprozess zu starten, den wir anders jetzt nicht machen können. Ich finde es auch bemerkenswert, wie klar ihr darüber sprechen könnt und wie stark. Also ich empfinde das als sehr, sehr stark. Danke dir. Und es ist eine harte Auseinandersetzung mit sich. Und ich habe es auch erst durch Erik irgendwie verstanden, dass das so unglaublich wichtig ist. Weil gerade mit dem, was ich irgendwie von mir preisgegeben habe, mit diesem Vergewaltigungsthema, mit dem Drogenthema. Jeden Tag schreiben mir Frauen. Jeden Tag letzte Woche Montag waren 3 Frauen endlich bei der Polizei und haben die Menschen angezeigt, die sie missbraucht haben. Wir arbeiten jetzt mit dem Weißen Ring zusammen. Und wenn ich sagen kann, ey, dafür, dass ich mir einmal die Arschbacken zusammenkneife und mutig was sage, wenn ich dadurch so wahnsinnig viele Frauen und bei dir eben auch Männer dazu bewegen kann, darüber zu sprechen und auch das zu enttabuisieren, dann muss ich diesen Weg gehen. Ja? Ich will mich nicht als Vorbild hinstellen, aber ich will sagen, keiner ist geschützt davor, dass das Leben manchmal echt unschön wird und sehr, sehr wehtut. Ja? Aber am Ende kann man was wirklich Schönes und Heilsames daraus machen. Deep und deutlich geht es auch hier mit unserem nächsten Talk weiter. Und hier seht ihr weiteres von unseren KollegInnen von Funk. Und die ganze Folge Deep und deutlich findet ihr übrigens in der ARD Mediathek.